Ja, servus Leute. Heute sind wir am Herzsee bei Kufstein. Ja, heute genießen wir einfach den schönen Tag hier. Erstmal wird lecker gegessen. Ja, natürlich sind wir heute hier nicht allein. Das ist ganz klar, aber trotzdem haben wir ein nettes Bankerl hier für uns ergattern können. Ja, und ich habe einfach Lust etwas zu filmen. Deshalb nehme ich euch hier auch etwas mit und natürlich habe ich auch ein paar Messer dabei. Also ja, mal schauen, was heute sich noch so ergibt. Ja. Erstmal gibt es leckere Nudeln mit etwas scharfer Fleisch oder Fischsoße. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht genau. Aber auf jeden Fall lecker und Eier haben wir noch dabei. Kaffee natürlich. Ja, erstmal genießen, angesagt. Ja, hinter uns geht das Seeweg, sag ich mal. Also so ein kleiner Wanderweg, der was um den See rumführt, vorbei. Ja, da gehen natürlich heute einige Leute vorbei. Heute ist der Feiertag. Aber trotzdem ist es sehr schön hier. Jetzt mal leckeren Kaffee und uns heißen die Topfen Gulatschen. Ja, da rührt sich heute etwas. Jetzt ist einfach wunderschön. Das Einzige, was bei diesem Mora 2000 fehlt, ist eine kleine Daumenrampe. Ja, so hat es ein richtig schönes Design und aber es geht so auch. Ja. Mora 2000 macht einfach Spaß. Auch klasse zum Lebensmittel schneiden. So, wir haben jetzt kurz unseren Picknickplatz verlassen. Wir gehen jetzt einfach mal hier etwas entlang, um euch hier diese schöne Gegend zu zeigen. Wirklich nett hier. Hier könnte man auch von so Felsen ins Wasser springen. Ja, seht ihr, sind nämlich Leute beim Schwimmen. Herrliches Sommerwetter. Ja, richtig nett hier, die Leute sind gut drauf natürlich. Ja, und da vorne, ganz am Ende vom Ufer hier, ist der Schwimmbereich, der eigentliche, da muss man bezahlen, aber schöner ist das doch hier. Schöne Bergkulisse auch. So. Ja, gehen wir wieder zurück. Und auch natürlich ist es gut, dass hier so Müllkübel rumstehen. Da bleibt die Natur eben sauber. Ja, ist ein schöner Wald, aber hier hat es viele Zecken. Das ist etwas schade manchmal. Stein in Pilzform.
Wasser lockt schon. Später gehe ich natürlich eine Runde schwimmen. So, gehen wir nach der anderen Richtung, am Ufer entlang. Ja, und dabei einfach in der Hosentasche. Ura 2000, einfach in die Hosentasche rein. Ja, ich habe ich keinen Gürtel dabei, aber funktioniert natürlich auch so. Hauptsache Messer dabei. Ja, von Kufstein von der Stadt sind wir mit den Rädern rauf. Auch knapp eine halbe Stunde. Richtig nett. Etwas für die Fitness eben noch. Ja. Kann man hier einen wunderschönen Tag am Herzsee verbringen. So. Ja, die zwei Leute lassen wir in Ruhe. Ja, ihre romantische Stunde. Alleine. So, wir gehen jetzt wieder zurück in unseren Picknick-Bankerl und dann melde ich mich später wieder. Richtig schöne Blumen. Ja, haben unseren Platz jetzt verlassen, denn der ist im Schatten. Ja, auf Dauer ist das, ja, sagen wir so mal, nicht warm. Ja, jetzt gehen wir am See entlang und vielleicht sehen wir noch ein schönes Plätzchen. Aber das Wasser vorhin war herrlich heute. Super schöner Sommertag heute an diesem Feiertag. So, also den Herzsee kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mal in Kufstein seid. Richtig schön hier. Das Wasser ist auch super klar. Der hat auf jeden Fall eine gute Wasserqualität. Hier beim Herzsee gibt es auch einige Fische. Ich glaube, hier unten kann man dann welche sehen. Mal schauen, ob wir sie sehen bekommen. Ja, da sind viele Fische. Ja, but I have to pay into fishing. Das ist ein Big, ne? Weil, keine Ask. Ja. Das ist ein Big Fisch. Ja, hier darf man auch fischen. Aber wie und was? Und keine Ask, leider, ja. Ja, es sind ein paar schöne große Fische hier im Herzsee drin. Für den Fischzimmer. Die Nui will unbedingt hier fischen. Aber mal schauen, mir tun die Fische ehrlich gesagt leid. Ja, das waren schon Karpfen.
Ja, das sechste am Mund. Karpfen, oder? Mhm. Also Karpfen sind das. Entspeichert. Neben ihm Karpfen. Karpfen? Mhm. Ja. Ja, nochmal kurz zur Orientierung. Kann man nach Kiefersfelden gehen. Das ist die erste Stadt nach der Grenze hinter Kufstein. Erste Stadt in Deutschland oder so. Nach Kufstein. Ja, und hier ist eben so ein geschütztes Gebiet. Ja, ist einfach schön jetzt hier entlang zu wandern. Ja, very nice. So, neuer Platz. So, schönes Holz. Werde ich mal an meinem Mora 2000 wieder etwas ausprobieren. So Leute, ja, das war es dann von diesem Video. Ich habe mir jetzt ein schönes Platz gefunden, eben doch in der Sonne. Und ja, genießen jetzt hier noch ja, den Tag am See. Richtig schöner Feiertag eben und ja. Den wünschen wir euch auch, Leute. Genießt es. Genießt das Leben. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.